Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Drohnenkanal. Und im heutigen Video möchte ich mit euch zusammen mal die neuen 3-Blade Propeller von Master Airscrew antesten und gucken, wie die so performen und fliegen. Ja, ich bin hier gerade auf dem Feld unterwegs und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Aufnahme mit der Kamera ND8 von Skyread drauf, ISO 100, Weißabgleich 5500K. Und Shutter 1/120 bei 4K 60 FPS. Ja, Freunde, Funke diesmal, kein Motion Controller. Ich habe Bock, richtig Power zu geben. Ja, und ich würde sagen, wir legen mal los. Ab geht's. So, wir starten die Propeller. Und schauen mal, wie sich das so vom Geräusch verhält. Und ihr könnt schon sehen, das ist deutlich leiser als mit den original DJI Avatar Propellern. Und trotzdem es heute ein bisschen windig ist, ist die Drohne super im Wind. Also die steht ganz stabil, wie angewurzelt auf dem Fleck. Ja, ich würde sagen, dann fliegen wir mal eine Runde. Das ist jetzt im normalen Mode. Und das sieht schon ziemlich gut aus. Und ich gehe mal in den Sportmodus. Da sagt Master Airscrew ja, dass wir innerhalb von 3 Sekunden bis zu 60 Meilen erreichen können. Das scheint aber eher im manuellen Modus der Fall zu sein, weil jetzt bin ich gerade bei 12,5 Meter die Sekunde. Das ist jetzt im Sportmodus. Und ich muss sagen, von der Stabilität her hält sich die Drohne hier optimal. Also da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Die fliegt wirklich fantastisch. Ich gehe auch mal über dieses Feld hier drüber. Das sieht richtig geil aus, Freunde. Guckt euch das an. Jetzt mit den ganzen Rapsblumen hier. Einfach schön. So, mal wieder abdrehen. Ich komme mal wieder übers Feld zurück. Ja, also von der Stabilität her kann man nicht sagen. Die fliegen auf jeden Fall sehr gut. Und trotzdem es heute windig ist, liegt die Drohne fast gerade. Geräusch habt ihr ja selber gerade gehört. Ist auch schon deutlich leiser und smoother, als man das von den normalen kreischenden Propellern so kennt. Ah, jetzt wird es ein bisschen windanfällig. Ich will diese Line hier auf jeden Fall komplett ausfliegen, weil das sieht gerade richtig schön aus, Freunde. Ah, oh, herrlich. Und jetzt so richtig schön in dieses Feld hier eintauchen. Ah, oh, das ist ein Traum. Ich muss mich mal ein bisschen vom Wind wegdrehen hier. Guckt euch das an. Na, na, schwackelt sie ein bisschen. Aber es geht. So, dann wollen wir mal eine Kurve drehen. Und wieder hier über das Feld zurückfliegen. Wirklich wunderbar. Wir sind jetzt bei 70% Akku und haben schon eine relativ hohe Distanz zurückgelegt. Kann man nicht anders sagen. So, ich komme mal zurück. Und dann gucken wir mal, wie sich das so mit dem Kreisefliegen verhält bei den neuen Propellern. Ah, und das klappt richtig schön. Jawohl, Freunde, das sind mal Kreise. Und einfach mal rückwärts und hoch. Sehr schön. Also die Propeller, da kann man nichts sagen, die performen wirklich gut. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das mit dem mit dem Bild später verhält, ob es da irgendwelche Mikrovibrationen gibt. Ich hatte schon mal so billige Propeller, die waren aus dem Zubehör von AliExpress gewesen. Und da hatte ich anschließend ordentlich Jello im Bild. Aber so wie das hier durch die Goggles schon aussieht, ist das wirklich
wunderbar, gar kein Thema. Ja, jetzt wird es ein bisschen langsamer hier. Ich gehe mal hier am Baum vorbei und hier wieder richtig schön übers Feld zurück, Freunde. Das ist herrlich, das macht Spaß. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir bei 58% Akku. Und sie fliegt also deutlich ruhiger, das muss man wirklich sagen. Ja? Es ist auf jeden Fall ein deutliches Update für die Propeller. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält, wenn man da die GoPro drauf macht. Ich habe ja in vielen der letzten Videos mit der GoPro Hero 11 oben drauf gefilmt. Und viele von euch hatten auch Fragen dazu auf Instagram geschrieben, weil die der Meinung waren, dass die Motoren das nicht schaffen. Aber ich habe da bisher keinerlei Probleme mit gehabt. Also das funktioniert super. Natürlich kann man sich natürlich noch besser eine GoPro Hero 11 Mini holen. Dann ist die Avatar nicht so belastet. Aber wir werden das auf jeden Fall noch austesten, ob das hier mit den 3-Blade-Propellern von Master Aircrew auch mit der GoPro funktioniert. Das werdet ihr dann in einem der nächsten Videos sehen. So, 48% immer noch. Ja, Master Aircrew gibt ja auch an, dass es hier eine Leistungssteigerung geben soll zu den normalen Propellern. Sehr schön. Ja, und ihr seht die Drohne. Die springt wirklich gut an. Richtig, richtig cool. Ich bin jetzt bei 13,7 Meter die Sekunde im Sportmodus. So. Den manuellen Modus damit zu testen, wäre natürlich auch für den einen oder anderen interessant. Aber da brauche ich noch ein paar Stunden im Flugsimulator für, weil bisher habe ich mich da noch nicht mit auseinandergesetzt und rangetraut. Ja, richtig schön hier. Ah, das Feld entlang fliegen, das macht Spaß, Freunde, das ist einfach mega. So, 37% Akku. Machen noch mal einen schönen Kreis. Die Kreise klappen wirklich perfekt. Wow. Okay, 35% Akku. Und ich würde sagen, wir pushen die Drohne noch mal ans Limit. Wir gehen noch mal schön hoch. 50 Meter. 75 Meter. 90 Meter. 100 Meter. Und wir kommen auch wieder runter. Volle Pulle runter. Im Steigflug auf jeden Fall. Richtig schön schnell auf den 100 Metern und im Sinkflug dann wieder ein bisschen langsamer. Ja, Freunde, erstes Flugerlebnis hier mit den neuen Propellern von Master Aircrew. Ich bin sehr zufrieden, das kann man nicht anders sagen. Die Drohne fliegt sicher und lässt sich gut manövrieren. So, jetzt ist Return to Home eingeleitet. Ich fliege das aber manuell. Ja, wie gesagt, sicheres, schönes Fluggefühl, auch bei Wind ein wunderbares Handling hier, da kann man absolut nicht meckern. Ja, und ich komme mal langsam zurück. 24% Akku immer noch, wir sind jetzt bei
Etwas über 9 Minuten Flugzeit, 9 Minuten 16 haben wir jetzt gerade. Ja, gegen den Wind ist sie doch noch ein bisschen langsamer. Ihr seht das jetzt mit dem Wind. Klappt das mit den Kreisen besser. 9 Minuten 28. Oh, die fliegt immer noch. 21% Akku. Und wir haben schon fast die 10 Minuten voll. Ah, jetzt das zweite Mal Return to Home eingeleitet. Ich fliege noch ein bisschen weiter, Freunde, bis wir so bei 10% sind, damit wir mal sehen, was wir so an Aufnahme hier rausholen können. 19%. Ah, guck mal, das Feld hier ist doch auch herrlich. 18%. Oh, jetzt sollte ich aber langsam wieder zurückkommen. Das sieht auch wunderbar aus. Herrlich. Ja, noch einen kleinen Kreis, 16%, wir haben jetzt 10 Minuten und 30 Sekunden Flugzeit erreicht. Wir haben immer noch einen Akkustand von 16%. So, Aufnahme stoppen. Ja, Freunde, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit den neuen Propellern. Die machen auf jeden Fall ihren Job mehr als gut. Wenn ihr die mal bestellen wollt, dann schaut gerne mal in meine Videobeschreibung. Dort werde ich euch das Ganze verlinken. Ja, und ich bin gespannt aufs Footage. Das habt ihr ja jetzt gesehen. Das konnte ich ja noch nicht sehen, weil ich bis jetzt nur das Goggles-Bild gesehen habe. Ich bin mal gespannt drauf, ob wir da irgendwelche Jello-Effekte drin haben oder ähnliches. Ob da irgendwelche Mikrovibrationen durch die neuen Propeller entstanden sind. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut auch gerne mal in meine Playlist rein, da gibt es noch mehr Videos von der DJI Avatar und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, ich bin raus, euer Dog. Ciao, ciao und Peace out.